Ja, der neue Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein ist um 15 Uhr hierher gekommen. Es war seine zweite große Station an seinem ersten vollen Arbeitstag als Minister. Er war zuvor beim Vienna International Center, hat sich hier die Impf- und Testeinrichtungen angeschaut, war sehr, sehr begeistert. Und auch hier im Kompetenzzentrum für Covid in Wien, das muss man einfach sagen, das SMZ Süd oder Kaiser Franz Josef Spital war schon vor Beginn der Pandemie hier eigentlich das nicht nur Krisenzentrum, sondern auch Kompetenzzentrum in Sachen Corona. Daher ist es eigentlich auf der Hand gelegen, dass der Gesundheitsminister heute hier vorbeikommt. Er hat auch ein Statement abgegeben, er hat nicht allzu viel gesagt, jedoch er hat betont, dass er enorm beeindruckt ist von den Möglichkeiten, von den Fähigkeiten auch des Personals. Und eine Botschaft, die haben wir mitgenommen, die durchaus aufhorchen lässt, denn er hat gesagt, es wird von Seiten des Pflegepersonals Unglaubliches geleistet. Es sind jetzt schon 15 Monate, in denen die Damen und Herren Unglaubliches leisten und daher müsste sich das auch in konkreten Bonifikationen niederschlagen. Die Anerkennung, hat er gesagt, die ist gut, dass es die gibt, die ist doch notwendig, aber mittlerweile müsste sich auch am Gehaltszettel etwas tun. Er hat versprochen, er hat gesagt, er möchte sich genau dafür einsetzen. Ansonsten gab es eigentlich keine allzu großen Statements. Er hat gesagt, das Testen, das Impfen, das ist weiterhin notwendig, gerade Kapazitäten wie beispielsweise beim Vienna International Center von 30.000 Impfungen pro Tag, die wären sozusagen der Antreiber und auch das gesamte Potenzial in Österreich, um hier bis Juni jeden Österreicher und jeder Österreicherin eine Impfung zukommen zu lassen. Das waren im Wesentlichen die wichtigsten Statements des neuen Gesundheitsministers. Fragen waren bislang noch nicht zugelassen, da wurde unsere Hoffnung ein klein wenig enttäuscht, aber man muss natürlich sagen, es ist der erste volle Arbeitstag, die erste volle Arbeitswoche des neuen Gesundheitsministers und für gewöhnlich bekommen Regierungsmitglieder auch rund 100 Tage Schonfrist. Bei ihm ist es ganz bestimmt weniger und so muss man auch den heutigen Besuch sehen.